Was kannst du dagegen tun, dass deine Kaninchen in deinen Sand pinkeln, in den Sand von der Buddelkiste? Ich habe keine Ahnung. Was ich mache, wenn ich da Köttelhaufen drin sehe, dann nehme ich die raus. Wenn ich sehe, dass sie ein paar Mal da hintereinander reingepinkelt haben oder es einfach zu viel wird, dann nehme ich 2 Gießkannen mit Wasser und spüle das einmal durch, weil meine Buddelkiste ist ja unten auf. Und dann kann das Pipi abfließen. Aber bei mir ist auch eine natürliche Fluktuation, sag ich mal. Also dadurch, dass Flocke halt echt so ein Buddelmeister ist, buddelt die halt viel Sand immer raus und ich muss immer neuen Sand nachfüllen. Dadurch ist da so ein Austausch. Zweite Frage war, sind alle meine Häuser selber gebaut? Nein, sind sie nicht. Also der kleine Unterschlupf ist einfach eine Obstkiste. Die habe ich im Baumarkt gekauft. Das blaue Haus ist eigentlich ein Katzenhaus von Kerbel. Das habe ich umgebaut, also angestrichen und unten die Löcher nochmal vergrößert und ein zusätzliches Loch nochmal reingesägt. Und die Box habe ich so vom Vorbesitzer übernommen. Die habe ich halt auch angestrichen und noch ein bisschen nach meinen ästhetischen Empfinden angepasst. Die war ja vorher einfach nur Holz. Dritte Frage, geht's mir gut? Mir geht's gut. Danke der Nachfrage.